Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu sorry, zu Let's Play The Sims Run. Und zwar, ich weiß schon, welches Let's Play ich als nächstes spielen werde. Und zwar werden das dann 3 Let's Plays am Laufen sein. Und ich merke gerade, wie schlecht Barts Steuerung ist. Aber ist auch egal. Ich spreche jetzt erstmal mit Professor Frink. Du erwartest von mir, einen Mark 10 Truckosaurus ohne Mixer fertigzustellen? Da kann ich ja gleich eine Plasmaübertragung ohne Tennisschläger machen. Jetzt besorg mir einen Mixer mit Püree und Frappé und einem Flüssigmacher. Wo kriege ich jetzt einen Mixer her? Dr. Nick, der trinkt doch immer Cocktails, während er operiert. Alles klar, fahr zum Versuchslabor Affenschrei. Ich habe das hier schon mal aufgenommen, schon zweimal, aber es hat nicht funktioniert. Und deswegen meins, alles meins. So, kann es sein, dass bitte. Ich jetzt weiß, was passiert. Das kommen wir aber gleich nochmal. Hi, Dr. Nick. Hallo miteinander. Du siehst wie ein schwerer Alkoholiker aus. Hast du zufällig einen Mixer? Jetzt nicht. Meine Affen sind ausgebrochen. Kannst du sie für mich einfangen? Wieso kommen die... Kommen die nicht mehr zu dir zurück? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims Run. Ich habe das jetzt auch schon wieder. Ist es bei mir das Problem, dass ich das hier ein paar Mal aufgenommen habe. Weil ich echt nicht. Ich habe nicht gewusst, woran es liegt, jetzt wusste ich aber. Ich habe eiskalt die Hälfte meiner Festplatte gelöscht. Und zwar waren die Hälfte meiner Festplatte voll mit Videos. Aber ich sollte es nicht mehr lenken, wir reden jetzt einfach weiter. Ich weiß schon, welches Projekt ich als nächstes mache, aber dazu kommen wir nachher. Du erwartest von mir, einen Mark 10 Truckosaurus ohne Mixer fertigzustellen? Da kann ich ja gleich eine Plasmaübertragung ohne Tennisschläger machen. Jetzt besorg mir einen Mixer mit Püree und Frappé und einem Flüssigmacher. Wo kriege ich jetzt einen Mixer her? Dr. Nick, der trinkt doch immer Cocktails, während er operiert. Amayu. Fahr zum Versuchslabor Affenschrei. Alles klar. Das ist, glaube ich, direkt in der Ecke da links, genau. Hi, Dr. Nick. Hallo miteinander. Du siehst wie ein schwerer Alkoholiker aus. Hast du zufällig einen Mixer? Jetzt nicht. Meine Affen sind ausgebrochen. Kannst du sie für mich einfangen? Wieso kommen die nicht mehr zu dir zurück? Nein, weil ich sie furchtbar gequält und gefoltert habe. Diese Affenbande passt nie und nimmer in meinen Wagen. Da werde ich wohl einen Truck oder etwas Ähnliches brauchen. Du brauchst den Mr. Schneeflug, um diese Mission zu vollenden. Kauf ihn Homer auf dem Parkplatz des Krankenhauses für 200 Euro ab. Denk dran, benutze Telefonzellen, um an Autos zu kommen, die du bereits gesetzt. Alles klar. Jo, Leute. Das habe ich ja schon längst. Also ich habe, wie gesagt, das Spiel schon bis in Level 3 gespielt. Und deswegen, Achtung, Achtung, an den Fahrer dieses Vehicles. Bart Simpson braucht eine Mitfahrgelegenheit. Affentheater, sammle die Affen ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Hol dir anschließend den Mixer von Mixer Bart von Mr. Simpson Mix. Stets zu Diensten. Mr. Mix, habe ich gerade Mr. Mix gesagt, ich bin verflucht. Mit Spaß. Hyperantrieb auf Lichtgeschwindigkeit. Mann, ey. Ich muss mir ganz schön schnell vorlesen, weil... Ich hoffe, man versteht mich noch, wenn ich so schnell rede. Aber da ich mich ja öfters verlese, kann man sagen. Und nein, ich habe keine Lesesprecher, aber wenn ich das so schnell hintereinander lese, dann komme ich mal auf die Stoppen. Tube. Das ist so cool wie ein Swimmingpool. Dann würde ich sagen, das war echt klasse. Fangen jetzt einfach mal eine Route fahren ab. Schon immer hier? Ich habe sie jetzt halbwegs geplant. Hier lang und da hinten ist jetzt noch was. Hier sollten wir eigentlich den Schneeflug gekauft haben, aber den hab's doch schon gekauft. Das ist ein richtig mieser. Jo, das nächste Projekt, was dann geplant ist, ist die Siedler 5, das Erbe der Könige. Und zwar spielen dann die Originalversion des Spiels. Ich habe natürlich auch noch das Erweiterungspack, aber wir fangen erstmal mit dem Original an. Und ich hoffe, ihr werdet auch dabei zugucken. Oh, jetzt haben wir gerade so eine Kamera getötet. Fress meinen Staub, ihr Staubfresser! Ich habe noch eine getötet, ist ja super. Leider kann man das hier nicht vermeiden. Aber ihr wisst ja, wo sie gewesen ist. Von daher. Oh, das war ein Fail. Hey, hättest du
Da hättest du lieber einen Reifen mit dem Gesicht. Also ich würde an deiner Stelle mal still sein, Digga. Cool. Dann haben wir hier noch einen Affen und ein bisschen mehr um die Ecke. Nimm das! Da ist auf dem Marktplatz, glaube ich, noch einer. Ja. Oh ja? Eine Statue von Jedediah Springfield, glaube ich, heißt. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, wie der geschrieben wird, als Jedediah. Springfield Town Hall. Ich richtig Gas gebe, aber Bart Simpson-Style. Also beim Rathaus. Dann nochmal nach links abbiegen. Hättest einer, dann ist noch einer auf der anderen Seite des Rathauses. Auf der anderen Seite des Rathauses Haupteingang. Das ist so genau. Cool wie ein Swimmingpool. Ist ja logisch. Aber ist auch egal. Dann haben wir da hinten noch einen. Iha, Route war jetzt cool. Nicht perfekt, aber geht in Ordnung. Fress meinen Staub, ihr Staubfresser. Oh Leute, hallo. Wir haben nicht mehr wirklich Zeit. Dann haben wir mit hier Kopf und Kran nochmal davon gekommen. Servus, Digga. Willkommen daheim, Daddys kleine Engel. Dann setzen wir mal gleich Elektroden in eure Gehirne. Ah, bist du nett. Ja, hier gebe ich den Ton an. Ja, das tust du schon Zeit, seit, dass ich Gas seit 20 gebe, Jahren. Aber ist da. Oder 21 oder 22, ich weiß gar nicht. Denk, ja. Ich hoffe, das war teuer. Kindersache. Ich hoffe, das war teuer. Gut, sprich mit Professor Frink, alles klar. Und ab jetzt sollte es anfangen zu laggen in der Originalaufnahme. So, hier hast du dein Spielzeug. Kann ich jetzt den Trachosaurus sehen? Ja, dieses Wort würde ich zu gern sagen. Unglücklicherweise gibt es zu viele Leute, die ein Handy haben. Und die Interferenzen könnten bei meinem Monster zu Fehlfunktionen führen, sodass es viele Leute umbringt. Und meine Versicherungsprämie ist jetzt schon viel zu hoch. Kein Anschluss, zerstöre alle Autos, die der Handybenutzer, ehe die Zeit abgelaufen ist. Theoretisch würde ich jetzt einfach halb Springfield zerstören damit, aber ist ja auch scheißegal. Von mir aus? Gut, dann steigen wir mal in unsere Karre rein. Karre rein, vor allem Karre ein. Und killen die Karre da. Ich sollte das öfter machen. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mit Autos aus, deswegen weiß ich noch nicht, was das für ein Auto ist. Ich glaube, die Autos gibt es ja auch gar nicht in echt. Sag mal, geh doch mal kaputt, ey. Du bist doch schon am Quellen. Ich würde direkt aufgeben. Mich vielleicht verklagen. Nein, muss natürlich ab. Ist ja die Welt von den Simpsons. Okay, dann haben wir das Auto. Gleich, es kommt. Ey, geh doch kaputt, meine Fresse. Immer noch nicht. Oh, was ist denn mit dir passiert? Warte. So, jetzt komm. Meine Asphaltfresser. Ich habe hier schon eine halbe Minute für dieses Auto gebraucht. Was kommt mir raus? Der kleine Feigling-Fader. Boom, Baby. Ich habe damit nicht meine Memory Card geschrottet. Gut, dann müssen wir das Auto noch. Ich glaube, es sind unserem 5 Autos, die man killen muss. Komm, geh verrecken. Geh verrecken, Digga. Du hast eh keine Chance mehr. Meine Fresse. Ist nur ein Kratzer. So, das nächste kommt jetzt, glaube ich, da hinten raus, jawohl. Und wir sind schon im Quiet, das ist nicht ganz sehr gut. Wart ist kein Raucher. Ey, meine Fäden kosten $900. Wo hast du das Geld her, Digga? Sorry, Leute, da musst du gerade husten. Ich bin ja gerade ein bisschen erkältet. So, oh, da geht er down. Frisst Asphalt, ihr Asphaltfresser. Jetzt passt mal auf, wie ich dich kill. Ich sag, du musst aufpassen, wie ich dich kill. Ich glaub, es geht los, ey. Ich glaub's geht los, ja. Geh bitte nicht. Mehr. Oh, meine Fresse jetzt. Ey, ich raste gleich aus. Nein, natürlich nicht, aber. Ey, ich hab die Karre gerade schätzen lassen. Das war so cool. Rechts stehen, links rasen. Ups. Verdammt, was hast du dir dabei gedacht? Bart kennt sich auf jeden Fall mit den Autos aus. Dann, so, bitte! Muss ich jetzt mal ganz. Ich hab eine Idee. Funktioniert das? Nein, natürlich Zeit nicht. Mal, wie hab ich mich denn da gerade hochgeglitscht? Habt ihr das gesehen, Leute? Komm jetzt. Du. Geh doch frecken, ey. Scheißteil.
Alles klar. Wow. Geh doch freck, Jay-Style. Meine Frisse. Jetzt mal ganz ohne Mist. Die Mission ist, die verlängert sich jetzt gerade. Ohne dass ich es will. Gleich kommt auch noch die Polizei. Passt auf, Leute. Komm, geh endlich verrecken. Oder lass zumindest dein Auto verrecken. Ist mir scheißegal, was du mit deinem... Da, Weichei! Wie geht's los? Das war echt klasse. Fahr zum Stadion. Scheiß doch auf die Gesetze der Physik. Der macht mich schon die Gesetze der Physik. Was ist los mit dir? Zur Seite, oder es ist Schrott. Fahren wir mal die Feuerwehrleiter hoch. Geronimo. Oh, ich zeig meine Emotionen. Also eigentlich gar nichts. Nein, ja, oh. Den Ton an. Okay, die Polizei ist so dumm, um es zu kriegen, alles klar. Wow, Truckosaurus ist eine Mischung aus Truck und Dinosaurier. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Oh den Batman. Ach du Scheiße. Story Mission 7 von 7, Bootsmission 0 von 1, Straßenrennen 0 von 3, Sammelkarten 0 von 7, Kleidung der Figur 0 von 3, Fahrzeuge 3 von 5, Festenkameras habe ich leider am Ball projected, Gags 0 von 11, Level vor Ende zu 22,5%. Spiel gespeichert werden, ja klar. Jetzt geht's los, Speichern erfolgreich, alles klar. Bart Simpson verschwindet im gleißenden Licht, Familie fleht Licht an, gib uns unseren Sohn zurück, Bart Simpson ist vermisst. Jetzt sind wir hier bei Lisa angelangt, aber ich würde sagen, das Ende der Aufnahme war. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder vielleicht sogar heute noch bei einem neuen Projekt.